Der Humboldt ist ein dunkles Exportbier mit ungefähr 12,7-12,8% Stammwürze, hat ca. 5,3% Alkohol, ist nicht so bitter, malzbetont und natürlich eine dunkle Farbe ist auch ganz wichtig. Das haben wir uns damals mit dem Herrn Koschig so ausgedacht und ich denke, dass er auch dieses Jahr zum 250-jährigen Jubiläum ein sehr gutes Bier geworden ist und dass es sich rentiert, den Humboldt-Trunk zu probieren. Zur Abfüllung selber. Die Flaschen sind in die Waschmaschine eingefahren, sind dann komplett mit Lauge gereinigt worden und dann mit Chlor, sind dann in den Flaschenfüller reingefahren, werden da befüllt und danach zugemacht mit dem Kronenkorken und dann in der Etikettiermaschine wird das Etikett aufgeklebt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum und dann werden sie, weil es die kleine Flasche ist, noch von Hand vor einem Mitarbeiter in den Kasten eingesetzt. Der Humboldt-Trunk hat ein paar kleine Besonderheiten. Wir haben uns auch ein spezielles Hopfenrezept ausgedacht. Und es sind nur Aromahopfen drin, kein Bitterhopfen. Und natürlich, das Bier ist eine absolute Spezialität in dem Fall, weil es nur einen Sud gibt im Jahr. Wenn der vergriffen ist, dann ist auch leider keine Möglichkeit mehr da, einen nachzubrauen. Oder also es rentiert sich dann auch leider nicht, einen nachzubrauen. Also wer einen haben möchte, schlagen Sie zu. Wir werden es auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen, sobald es dann offiziell zu kaufen gibt. Für das Humboldt-Jubiläumsjahr haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Die Humboldt-Seufzer hier in der Region hergestellt. Aus besonderem Fleisch natürlich, besondere Gewürze kommen in die Wurst und dass man eben diesen typischen Humboldt-Charakter mit der Wurst hergestellt haben. Also in die Humboldt-Seufzer kommt mageres Schweinefleisch, sehnenarm, dann ein sehr schöner, durchwachsener Schweinebauch, dann wird praktisch das Fleisch gewürzt, vermengt und dann durch den Fleischwolf gedreht, durch die Dreierscheibe, dann bekommen wir schöne Körnung und danach kommt der Teig in die Füllmaschine und wird im Schweinedarm eingefüllt. Nach dem Füllen wird die Wurst über Nacht umgerötet und kommt in die Räucherkammer und wird auf Buchenholz über Nacht kalt geräuchert. Dadurch hat man eine schöne Umrötung und ein gutes Raucharoma. Der Humboldt hat die ganze Welt bereist und hat auch Sinn für guten Geschmack. Und dadurch kam auch die Idee, dass man jetzt diese Humboldt-Seufzer im Humboldt-Jubiläumsjahr exklusiv herstellen. Wir sind die Bäckerei Karl-Heinz Beck, dem Straßenbäcker aus Goldkronach. Ich bin der Tobias Beck, der Junior. Und wir haben zusammen mit dem Alexander von Humboldt Kulturforum das Humboldt Labler und das Humboldt Live entwickelt. Das Besondere an die beiden ist, dass es ausschließlich aus Urgetreide hergestellt ist, nämlich Dinkel, Einkorn und Emmer, ohne Zusatz künstlicher Zusatzstoffe. Und der Emmer ist ein Vollkornschrot und der Einkorn wird als Natursauerteig zugegeben. Und als Ganzes gekochtes Korn. Und eine weitere Besonderheit ist, dass ein speziell gemahlenes Gewürz dazugegeben wird. Die Teigbereitung, das geht an, dass man das Dinkelmehl hinzugibt, den gekochten Emmer Vollkornschrot, der mit Wasser und Brot auch aufgekocht wird. Dann kommt Hefe dazu, Malz und Salz und dann wird der Teig bereitet. Nachdem der Teig fertig ist, werden dann die gekochten Einkornkerne dazugegeben und dann hat man schon den fertigen Teig. Das gilt sowohl fürs Brot als auch fürs Brötchen. Die rustikale Oberfläche wird erreicht durch das Einarbeiten von Fett. Dadurch platzen sie schön auf und um auf die Humboldt Labler um drauf ist noch ein Roggenvollkornschrot mit einem Roggenmehl vermischt.
Das gibt dann die weiße Optik. Mein Name ist Willem Alexander Cordes, mittlerweile in fünfter Generation bei Cordes Rosen tätig. Und nur, dass Sie so ein bisschen wissen, wo wir angesiedelt sind. Wir züchten und kultivieren unsere Rosen im Kreis Pinneberg, ca. 30 Kilometer nördlich von Hamburg, haben derzeit 120 Mitarbeiter und blicken eben auch auf eine sehr lange Familien- und Firmentradition zurück. Die Rose ist eine Kleinstrauchrose oder man könnte fast noch sagen eine Bodendeckerrose. Sie hat wunderschöne mittelrote, scharlachrote Blüten, ist sehr offen, schöne dunkle Staubgefäße, dadurch können die Bienen eben dort sehr rein, sehr leicht rein. Ja, und man kann sie einsetzen, sehr gut im Privatgarten. Die Gärten werden ja immer kleiner, viele Pflanzen nur noch eine Pflanze, die ist so schön breitbuschig, man kann auch eine Pflanze hinsetzen. Ich würde mich auch nicht scheuen, sie auf einen großen Kübel auf Balkon und Terrasse zu setzen. Aber auch der Stadtgärtner kann sie hervorragend im öffentlichen Grün einsetzen, Verkehrsbegleitgrün. Zum einen, weil sie so gesund ist und zum anderen, weil sie sich von alleine putzt. Im öffentlichen Grün sind die Gelder auch knapp, das heißt, man will nicht den ganzen Sommer dran rumschnippeln. Und die Rosen, die sich von selber reinigen, das sind die idealen Rosen fürs öffentliche Grün. Das heißt, die Petalen fliegen einfach weg. Also eine sehr vielseitig einzusetzende Rose.